Hi, Schaut, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin. Ey, Zubat, wir haben gerade von dir gesprochen. Und wie sehr wir dich nicht in unserer Gegend haben wollen. So für die restlichen 10, 20 Minuten, wo ich durch diese Höhle marschieren muss. Das wäre nämlich echt Töfte. Ich habe nämlich schon genug Freaks, mit denen ich mich hier anlegen muss. Gibt's in der ersten Gen schon Stab? Ich hab nicht mal eine Ahnung, was Stab ist. Scheiße. Glumanda, Alter. Chill. Es sieht aus, als würde es mich gleich abstechen wollen. Look at the size. Aber gut, ertränken wir das Ding. Wat mut. Kappe. Sternschauer. Kachupi. Es sind allerdings auch alle schlechte Attacken, die ich habe. Also, ach fuck, Sternschauer. Was soll mit Sternschauer? Es trifft immer. Yay. Nein. Oh fuck, das Ding ist da ziemlich hoch. In dieser Gen ist Sternschauer OP, echt jetzt? Ach fuck my life. Ja, gut. Tragosso ist echt cool. Tragosso hätte ich gerne, aber dann hätten. Ja, geil, dann hätten wir noch einen Boden-Pokémon. Und es ist ausgewählt. Gobble, übernimm du. Gobble, ich überlasse das dir, ja? Dem kleinen Unkraut kannst du ja leider nichts zumuten. Es sei denn, das erreicht jetzt Level 15 und... Na, lernt Giftpuder gut. Immerhin etwas. Wir machen Fortschritt. Wir machen Fortschritt. Du schon wieder. Du gehst mir echt auf den Keks. Gut, ich wollte schon sagen, es ist einfach eine Sternschauer-OP. In der ersten Edition war alles noch anders. Was ist hier? Ah, cool. Zwei Dudes. Zwei Dudes so weit voneinander entfernt, damit man ja nicht auf falsche Gedanken kommt. Bäh, mach auch noch. Volltreffer. Hadoken! Au. Alter, Fußkick tut weh. Oh, nix. Das ist ein Fall für die Queen. Das ist ein definitiv großer Fall für die Queen. Ball. Psycho-Blubber. Dead. Sehr schön. Ich meine, die Queen erlernt so an sich nichts mehr, aber... Man wird ja noch hoffen, ne? Onix wäre auch was Cooles, aber ich brauche nicht noch mehr Gestein- oder Boden-Pokémon, ist das Problem. Ich bräuchte echt einen Feuertypen. Ein Fire-Type. Und ich habe ja einen schon besonders im Auge. Und ich hoffe, dass wir bald einen finden. Besagten, den ich suche. Natürlich hat er nur einen kleinen Stein, was soll er auch sonst haben? Gobble. Ja, Flamara nicht mal. Ich meine, Flamara ist eine Idee. Ja. Aber ist Flamara nicht, wie sagt man denn heutzutage so, Trash? Ich meine, klar, Flamara ist für mich die knuffigste. Und wenn ich mir ein Pokémon aussuchen würde, was ich im Real Life haben will, von den Evolutions, wäre es definitiv ein Flamara. So viel ist man sicher. Aber Kafuno, ja, Fukano, natürlich. Fukano ist toll. Kannst du mal aufhören zu critten? Finde ich nicht witzig. Kannst du sonst wo hinschieben? Und Blitzer,
Ja, Blitzer ist auch eine. Blitzer war mächtig, soweit ich weiß. Blitzer. Der Blitzer ist an sich toll. Und soweit ich mich noch erinnere, auch sogar ziemlich stark. Tunnel, verdammt lang. Ja, wem sagst du das? Vor allem, wenn dich alle 2 Meter lang irgend so ein Penner anschlabert. Mit Kleinsteins. Das wäre ja eigentlich sogar ein Job für Gulba, aber da möchte ich Gulba dann doch nicht hinschicken. Ich hoffe, du hast noch mehr Gesteins-Pokémon, die ich einfach whippen kann. Das würde mir die Sache um einiges erleichtern. Natürlich nicht. Ist immer noch paralysiert. Na, das gehe ich mal nicht ein. Gobble schafft das. Gobble kriegt das schon hin. Wir könnten es natürlich auch so machen, wir können uns einen Knofenser holen. Und das trainieren wir so, wie im Anime in der ersten Liga. Das ist Karate kann, genau das meine ich. Wie wir auf Suistein gekommen sind. Naja, es ist Kleinstein. Suistein. See the connection? So, das war eigentlich der ganze Gedanke dahinter. Gobble holt auf, yay. No one needs you. Ach stimmt, Knofenser ist blau only. Oh, das heißt, wir haben kein Karate, Knofenser. Nö, aber er ist klar. Okay, gut, egal. Ja, ich schicke Gachupi aber auch jetzt gerade immer in Selbstmordoptionen, ne? Killer Queen. Dankeschön. Ich habe uns diese 5 Züge mal erspart, ne? Klammergriff, ey. Schieb's dir sonst wohin. Noch ein Onix. Alter, hast du 2 Onix bei dir? Kumpel. Falls du dir denkst, boah, 1 Onix reicht mir heute nicht. Ich will ein 2. Und noch ein Kleinstein, also... Du kannst deinem Stereotype ja nur gerecht werden, mein Dude. Wenn man all deine Pokémon mit einer Attacke one-shotten könnte. Oh, Slimog ist auch cool, ey. Jetzt, wo man so drüber nachdenkt. Noch ein Typ möchte ja wie sollte, weil mehr Respekt... Blöder Penner. Sag mal, es ist so viele Kleinsteins, wie ihr habt. Man müsste denken, es gibt hier im Tunnel keine mehr. Spoiler, es gibt immer noch mehr als genug. That's what you get. Und ein Georock. Oh, wir machen Fortschritte. Fühlen wir uns zum Mainstream mit einem Onix rumzulaufen, oder was? Entwickeln wir mal lieber unser 2. Kleinstein. Ich frage mich ja immer, was solche Leute sich denken. Oh mein Gott, es gibt 150 Pokémon auf dieser Welt. Besser nur 1 nehmen und dann immer wieder. Und das 3-mal. Also manchmal verstehe ich diese Leute hier nicht. Weird people. That's that. Oh, kommen wir hier noch mal irgendwann raus? Oh, Sackgasse. Oh, dieses Gero konnte Boom. Ja, das hätte mich auch verwundert. Ne? Ich meine, meins kann auch. Oh mein Gott. Ich denke mal zu sehr daran, Finale einzusetzen. One day. Alter, wie lange geht denn... ein Onix. Level 13? Was ist mit dir kaputt? Da kommt ja sogar Gulba gegen an.
ich hätte mich fast um Kopf und Kragen geredet. Aber da kommt ja sogar Gulbar gegen... Oh, Jesus. Ausgelutscht hat er den. Ich will eigentlich nur noch hier raus. Hug me! Super, noch so ein knuddelbedürftiges Pokémon. So genau, was ich brauche in meinem Leben. Schön, das hat mich nicht geflashbangt. Oh yeah, that's a dead Puffy. Taubsi. Hey, irgendwas anderes gegen Taubsi? Dann Gillaquin. Gillaquin! Grill den Vogel! Toter Vogel. Level 21 Taubsi. Sag mal, was ist denn mit dir kaputt? Und ein Mauzi. Alter. Ein Mauzi. Endlich mal etwas, was ich wieder mit Stein beschmeißen kann. Mann! Liegen überall Münzen verstreut. Wie kannst du es... Das ist mein Geld, du... Nusskopf. Du Nusspli. Zui klärt. Zui gibt dir die Umarmung deines Lebens. Boah, kann ich mich besiegen? Wieso fragen Leute das? Kannst du mich besiegen? Wieso seid ihr so darauf aus, dass man mit euch den Boden wischt? Weird people. Warte mal, Level 21, ja, nee, Gobble hat nicht mehr so viele... Ach komm. Unsere Queen ist sowieso unschlagbar. Oder jagt dich in die Luft, ist auch in Ordnung. Die Queen interessiert es nicht. Die Queen ist amüsiert. Aber seien wir ehrlich, Onix ist zwar cool, Stalos ist zwar cooler, aber ich brauche nicht noch einen Bodenkampf, noch einen Bodengesteinstyp, wenn wir Zui haben. Mein Dead Dude regelt sowieso. You die. Oh, boah, zu viel des Guten. Meine Güte. Ah! Noch so ein Dude. Das ist Pokédex cool. Möchte auch einen haben. Ich dachte, es ist illegal, Pokémon zu fangen ohne Pokédex. Ein Flagmon. Get it. Kill it with Thunder. Lightning and Thunder. Oh, Scheit. Noch ein Flagmon. Nee, aber ich muss heilen. Ein paar Supertränke haben wir ja noch. Noch ist ja alles tutti. Es ist auch die Frage, ob wir irgendwann Katschupi aussetzen. Someday. Oh, Flashbang! Donnerwelle, ja, von mir aus. Ich hätte gern Flagmon. Flagmon, sag mal, wie viele von denen hat der? Flagmon. Blockiert, ja. Wunderbar. Wenn du gucken willst, ob du neue Nachrichten von jemandem hast, blockiert. Boah, ich bin ja so neidisch. Und die, danke dir fürs Followen. Ich hoffe, das ist der gesamte Name und nicht nur einfach meine Inkompetenz, das dir richtig einzufügen. Ach nee, Rundi. Oh, sorry, ich sehe dich jetzt gerade im Chat erst. Sorry dafür. Ich kann nicht reden. Ich bin zu schlecht, was das angeht. Warte. So, jetzt hätte es gepasst. Sorry. Sorry. My bad. Oh, bloß nicht so. Sag mal.
Hug me! Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, das muss der Pate machen. Das wird schwierig. Okay, danke. Ging daneben. Ach so, okay, danke. Ich wollte gerade sagen, mach einmal was richtig. Ging dann. Ach, danke. Paralysiert. Okay. Irgendwann. I'm really getting sick of this fucking bullshit. Oh mein Gott, dieses Knuffenser. Kill it! Jesus Christ! Kann ja wohl nicht wahr sein. Get up, Gwen! Setz dich drauf! Sehr gut! Blöde Nuss! Wieso dunkel? Ach, heul doch! Nerv wen anders! Alter, ich sammle mir bald auch Pokémon zusammen, die wickeln können. Hab ich Spaß, hab ich dann. Ach du Scheiße. 4 von den Viechern hat die. Kommen wir nicht hier jetzt bald mal raus aus diesem Tunnel? Ich würde hier nämlich langsam gern mal raus sein. Ein Ratzfratz. Das übernimmt Zoe. Bäh! Nein, 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 nein. Die Idee schmeiß mal ganz schnell wieder weg. Die Idee schmeiß ich mal ganz schnell wieder weg. Noch ein Ratfratten. Noch ein Rattenfratten. Bye, 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 bye. Rattenfratten. Ratfratz, ja. Ratzfratz. Fratzratz. Und natürlich ein Novenser. Der Novenser. Fuck you, das tue ich mir nicht nochmal an. Da vertraue ich der Queen jetzt. Ganz ehrlich, I'm sick of this shit. Fahr das Ding über. Ich sollte der Queen viel öfter vertrauen. Die Queen regelt. Oh, wer hat da Brocken? Hashtag Brocken. Darf ich jetzt hier raus? Ich will hier wirklich raus. Ich möchte wirklich aus dieser Höhle raus. Ich finde die echt nicht mehr toll. Die Müffel. Diese ganzen Zubats. Oh, come on. Das geht ja noch... Oh. Das geht ja noch weiter hier. Wegen welcher? Den Kleinsteins, den Bacchollus oder den 10.000 Zubats? Oh, come on. Ah, das hätte ich Zoe machen lassen können. Egal. Bäh. Boom. Umgefahren. Myrapla. Ah. Ja, komm. Schafft die Queen auch. Und ich bereue instant meine Entscheidung, definitiv. Ein Taubsi, ja gut. Es ist ein Taubsi. Was soll ich schon tun können? Brr, 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 brr. Die Queen.
Leg dich nicht mit der Queen an. Zwei meiner Leute sind paralysiert und ich habe nichts dagegen auszusetzen. Ist das der Ausgang? Bitte sag mir, das ist der Ausgang. Macholo! Weißt du was, Macholo? Fuck off! Freiheit! Oh. Was willst du, Flachflöte, denn jetzt von mir? Immer über Pokémon sehen? Nee, ich will deine Pokémon nicht sehen. Schieb sie dir sonst wohin. Du Labcoat-Freak. Oh, shit, ein Tragosso. Ja gut, das ändert natürlich vieles. Aber das überlasse ich Gobble. Uncool. Shit, der letzte Rankenhieb. Ah! Bäh! Use Tackle! Benutz deinen Kopf! Ah, ich habe aber eine Idee, pass auf. Bäh! Keine Wirkung. Na, ja, ganz toll. Plan B. Ich glaube, es kann keine Wasserattacken. At least I hope so. Ich glaube, es kann nur Konfusion. Ich habe bislang noch keinen Fleckmon gesehen, was das kann. Brrr. Yes! So geregelt. Begrab das Ding. Und oh mein Pokémon. Ey, du wolltest mir nur zeigen, dass sie mich angreifen. Das war Notwehr. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Musik ist doch voll schön hier. Pokémon-Haus. Oh, das ist doch schön. So ein idyllisches Städtchen hier. Oh, that's nice. Ich weiß nicht, was ihr habt. So ein ganz nettes Städtchen hier. So fröhlich. Ja, Pokémon ist wieder topfit. Komm jetzt einfach vorbei. Ja, wie Mutter meiner Jungs Dragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Oh, Foreshadowing. Oh ja, totally forgot about this. Die Psychomusik von Lavandia. Wie konnte ich es vergessen und die Zombies dazu? Ich dachte, es ist eine Ruhestätte für Pokémon bekannt. Pokémon-Turm werden Andachte gehalten. Und dann werden sie gegessen. Okay, egal. Alter, was bist du denn? So eine Item, die ich ja meine Pokémon werde, kommt ja mal besser. Ich bin irgendein Griff XAW oder X-Spezial. Weißt du, wie ich kaufen kann? Kann ich dir behilflich sein? Ja, kannst du? Ja, können sie? Gib mir all dein Zeug. Ich habe jetzt nämlich genug Geld. Fuck you. Oh, ich kann Beleber kaufen. Game is over. Game is over. Sehr schön. Vielleicht auch mal ein paar Paraheiler. Nur in case. Okay, tschüss, Mann. So. So, dann wollen wir doch mal gucken. Erstmal aus diesem Psychotown raus. Irgendwo hier. Irgendwo in der Nähe. Wie wäre es, wenn ihr mich nicht ansprecht? Hier, Puppe, hier, Puppe. Downward Spiral. Eine Göre. Also eine Göre. Katschupi. Grill das Ding. Jackpot. Average Avendor, danke dir fürs Followen. Das funktioniert nicht so, wie ich gedacht habe eigentlich. Ah, den Patte. Patte kennt das. Oh, Slash! Piep, piep. Ist paralysiert. Oh, die Tragödie. Ist dead.
Noch eins. Das kriegt der Pate hin. Sie sind sich ebenwürdig. Na. Ja, doch. Wenn es viermal trifft. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Du machst es nach. Ja, Mensch, ist ja wunderbar. Fünfmal. Weißt du was? Hier, hab Sand. Natürlich trifft es. Hier, hab mehr Sand. Das mache ich nur aus Protest gerade. Natürlich trifft es. Was zur... Sand. Geht doch. Meine Güte. Ja, man kann sich doch ein Porenta tauschen. Wieso trifft dein ganzer Scheiß noch? Alter, warum trifft das Ding noch? Das hat drei Sandwirbel abbekommen. Du hast drei Sandwirbel abbekommen. Du Mistvieh. Oh, come on. Jetzt machst du dich über mich lustig, Spiel. Ich wollte gerade sagen, das gönnst du dir nicht. Dankeschön. Dein Pipi ist scheiße. Nur um das mal gesagt zu haben. So, Blödsinn. Schneid auf. So, lassen wir das mal... Mal so, sonst habe ich noch Plan B. Mal gucken, was uns hier so über den Weg läuft. Ich hoffe ja, dass es eine Sache ist. Damit meinte ich nicht dich. Dich habe ich schon. Ich kann nicht davonlaufen. Oh, und wie ich davonlaufen kann. Du kannst nicht davonlaufen. Und wie ich davonlaufen kann. Gut, dann wird halt jetzt ein unschuldiges Pokémon sterben. So ist es ja nun nicht mein Problem, ne? Dann wird halt jetzt ein unschuldiges Pokémon sterben. Also, gut. I could care less. Du kannst nicht davonlaufen, also in die Lache. Auch nicht. Ist auch nicht, was ich suche. Du bist auch nicht, was ich suche. Du bist nicht wert. Vor allem das Scheißding ist, das ist wieder neu gewachsen in der Zeit. Was sind denn mal gegen diese Lavandier-Musik? Ich finde die chill. Klar, sie klingt wie aus einem Psycho-Thriller, aber... Gaudi, Mann, es ist halt die Queen. Was erwartest du? Unsere Queen ist natürlich außerordentlich, was ihre Stats angeht. Du... Gerät, du. Du Gerät. Du kannst nicht davonlaufen. Geht doch, dankeschön. Sag mir nicht, was ich tun kann und was ich nicht kann. Was willst du denn? Ich meine jetzt mal ehrlich, was willst du denn? Alter, wenn ich davonlaufen kann, ne? Ihr schickt echt wehrlose Pokémon in den Tod. Mit dieser Aktion. Ihr schickt damit wirklich unschuldige Pokémon in den Tod. Das ist, als ob ihr selber die Knarre halten würdet. Komm, wir schicken mal Gobble nach vorne. Vielleicht ist bei ihm... Vielleicht rennen die Viecher dann ja einfach weg. Ich chill in meiner Küche mal. Das ist cool. Da ist es. Mein Fukano. Okay. Nicht viel schwächen, just a little bit. Da kann auch Gobble jetzt mal ruhig ein bisschen für leiden. Ich glaube, normaler Pokéball wird nicht funktionieren, aber ich mach's mal. War klar.
Vielleicht mal einen Superball versuchen? Ja, ich... Well, das schließt sich zu einem Problem. Okay, das ist wirklich ein Problem. Ich werde mal hier die Folge beenden und wir sehen uns wieder, wenn ich ein weiteres Vulcano vor mir habe. Ja, bis dahin.